Leute, heute gibt es mal wieder ein Pitbike-Video, wie einige von euch sich auch schon gewünscht haben, mit Kevin, der da hinter mir fährt. Ich habe frische Reifen drauf, bin mal gespannt, wir haben die eben noch montiert, haben quasi den ganzen Tag verplempert. Jetzt hoffe ich ja, dass wir noch ein bisschen fahren können, bevor es dunkel wird, und mal ein bisschen testen, wie die neuen Reifen sind. Vielleicht gleicht das auch so ein bisschen den Unterschied zwischen mir und Kevin aus. Mineralien. Bio ist für mich Abfall. Hab ein bisschen die Orientierung verloren. Hier. Ich glaube hier. Alter, wie witzig sieht das aus? Kleiner Märchenwald hier. Ja, übel. Und jeder sieht dann nach Scrambler-Spuren aus. Ist der hier im Auto? Nee, ich bin der Scrambler. Echt? Nee, ich hab verstanden. Faster-Spuren, nicht Scrambler-Spuren. Der wäre ein bisschen abgefuckt, der Dude. Ja, das meinte ich nämlich. Aber da würde ich gerne noch einen Lader hochfahren. Aber komm ich nicht hoch, oder? Mit den Reifen. Ja, doch. Mit den Reifen nicht, oder? Mit genug Schwung runter. Fahr mal hoch, du hast besser Reifen. Du kannst fahren! Ja, aber Reifen sind besser als fahren. Das habe ich so gelernt. In ganz vielen Videos machen die es immer so. Das muss man machen. Seh mal, wenn du das unten war jetzt geil und dann hier bist du irgendwie rechts links gefahren, weil auf einmal unerwartete Kompression kam, wenn man einen Berg hochfährt. Und dann bist du einfach nur noch im Sitzen gefahren. Schau mal, dass du stehen bleibst. Okay. Mach mal noch einmal und hoffe, dass du nochmal hochkommst, dass es jetzt keinen Vorführeffekt gibt. So, Kevin, der alte Profi, muss jetzt mal zeigen, wie es geht. Was? Such dir keine Ausreden. Nee. Kam mir sogar ich weiter. Das ist jetzt aber halt auch schon richtig assitiv. Aber Louis holt einen neuen Anlauf. Tief oder was? Nee. Okay, ja, dann geht's. Ich hab's theoretisch einfach nur hochgezogen gerade. Ich weiß gar nicht, wofür man einen Ständer braucht. Ende. Ja, okay,
Kurz drehen nur. Ging doch ganz easy. Wir können fangen spielen. Fuck! Hätte ihn fast gehabt. Aber der Schummler fährt natürlich auch 1000 Kilometer weg. Die dümmsten Ideen bringen die meisten Spaß. Aber ich wollte Brille. Sprung. Siehst du ihn? Das ist ja kein Sprung. Da, wo er drüber gefahren ist, wo seine Spur über den Hubbel geht. Das ist kein Sprung. Kurz Handgelenk gebrochen. Ah, oh, Alter. Da machen wir die Federung auf Block, ey. Ich habe auch die dickste Wurzel erwischt. Zwei von den dicksten Wurzeln. Alles schief. Langsam wird es dunkel, das heißt, wir müssen uns Richtung Heimat machen. Aber ich wollte Kevin noch eine Stelle zeigen, aber ich bin zu doof, sie zu finden. Mit dem Pitbike macht auf jeden Fall wieder mega Laune. Neuen Reifen sind geil, aber Kevin stellt einem halt immer so Aufgaben, die für einen, der keine Erfahrung hat auf dem Moped, doch gar nicht so leicht sind. Aber macht Spaß. Das ist so schön. Kam mir sogar ich hoch. Mann, ist es weg. So, ja, ich werde mich ja eh auf die Schnauze legen, ja, also fahr nicht zu nah. Doch.
kurz abgewogen. Ich will da jetzt hoch. Meier. Aber da ich mich zu 85,3% auf die Fresse lege, wollte ich, dass du dabei bist. Deswegen jetzt heim. Alter, mein Stiefel ist wieder ein Eisklumpen. Ja, das war's dann wohl. Ui, jetzt ist gleich dunkel. Ich hoffe, auf der GoPro erkennt man noch ein bisschen was. Das war eine lustige Tour, die fast mit einem Sturz endet, weil es hier absolut glatt ist und hier drunter ein paar versteckte Äste sind. Aber ja, hat mega Spaß gemacht, einfach mal auf der Schnauze gelegen, also alles wie immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und da ihr euch ja nicht entscheiden konntet zwischen Pitbike und Scrambler im Schnee, habt ihr jetzt beides. Haut rein.